Kinder, kommt her! Ich muss euch was Aufregendes zeigen! Was ist los, Dad? Macht das Schwein wieder diese komische Sache, oder? Das ist die Größe eines Gewinners! Wow! Unglaublich! Mr. Green! Beeindruckend, hä? Wow! Die ist gigantisch! Wo haben Sie die gekauft? Nicht doch, ich habe sie selbst gezogen mit Erde und Wasser und Herzblut. Oh, das Herzmelone. Ich kann es beinahe schlagen hören. Diesmal mache ich auf dem Countymarkt beim Preis für die größte Wassermelone mit. Der Countymarkt ist für einen Bauern die beste Gelegenheit, seine Leistung zur Schau zu stellen. Dort zu gewinnen wäre ein Traum. Du schaffst das, Papa. Ein wunderbarer Traum, Mr. Green. Und Sie können für immer weiter träumen, weil es in Big City keinen Countymarkt gibt. Was? Ich sagte, weil es in Big City keinen Countymarkt gibt. Oh, ihr habt das nicht gewusst. Tut mir leid, ich dachte, jeder wüsste das. Nein, nicht jeder hat das gewusst. Die ganze Arbeit umsonst. Oh, dann bringe ich sie mal besser hinter den Schuppen und zerschlag sie. Armer Papa. Das ist ungerecht. Dad arbeitet hart. Er verdient Anerkennung, wenn seine harte Arbeit Früchte hervorbringt. Und dies ist die Frucht seiner Arbeit. Wie bekommen wir die Leute dazu, diese Melone zu sehen? Seht alle her, die Wassermelone meines Dads! Oder wir rufen bei den Nachrichten an. Ja, oh ja, das ist noch viel besser. Hast du den Kühler überprüft? Ja, Ma. Und den Motor? Du weißt, das große Brummbrumm, das das Auto zum Fahren bringt. Warum bist du noch mal hier draußen? Zum Vergnügen! Kanal 11 Nachrichten melden sich zum Dienst. Und unser Dienst ist zu berichten. Aufbauen, Leute, und keine Angst für den besten Standort, was umzustellen oder kaputt zu machen. Was? Sofort runter von meinem Rasen! Keine Ahnung, was ihr euch einbildet, wie ihr seid, aber... Kriegen wir die Oma freundlicher? Nein, dann schaff sie hier weg. Kein Schritt näher! Wag es nicht, mich anzufassen! Ich werde dir... Was geht hier vor sich? Ich bin Maria Medea von den Kanal 11 Nachrichten. Wir erhielten einen Tipp bezüglich einer großen Frucht. Sie wissen von der Wassermelone? Wir sind dafür bekannt, stets über die heißesten Neuigkeiten informiert zu sein. Ich hab grad die Bank aufgeraubt! Das ist fantastisch, obwohl ich keine Ahnung habe, wer Ihnen davon erzählt hat. Das war ich. Darf ich vorstellen, die Megamelone. Gezogen von meinem Dad, Bill Green. Oh, Cricket. Wow. Ganz schön beeindruckend, ha? Huh? Ich sehe es bereits vor mir. Dicker Mann, noch dickere Melone. Hey. Na dann lasst uns anfangen. Alle auf Position. Du hast hart dafür gearbeitet. Das ist deine Chance. Du hast es verdient, im Rampenlicht zu stehen. Danke, Cricket. Zeig ihnen, was du drauf hast. Das war eine gute Idee. Ich bin hier im Zentrum von Big City, wo etwas, wie ich finde, außer Kontrolle gewachsen ist. Oh Mann. Was bewog diesen Bauern dazu, der Natur seine Dominanz beweisen zu wollen? Bill Green, was hat sie dazu veranlasst? Wird das aufgenommen? Ja, allerdings. Was macht er mit seinen Armen? Also, was haben Sie getan, dass sie so groß wurde? Ich habe einen Samen in die Erde gelegt und ich habe ihn gegossen. Oh nein, er ist total steif. Hab dafür gesorgt, dass er Sonne abbekommt, aber nicht zu viel Sonne. Und das so weiter und weiter und das war's. Sitzt hier nicht vielleicht irgendwo eine Katze auf einem Baum fest, die wir filmen können? Er verliert sie. Ich muss ihm helfen. Regen ist gut. Spart Wasser. Wuhu! Ach du liebe Zeit, seht euch diese Wassermelone an, sie ist riesig. Habt ihr je so eine Melone gesehen? Ich wette nicht, das ist unglaublich, sie lässt mich vor Freude tanzen. Wassermelone, Wassermelone. Cricket, was machst du denn da? Ich peppe es ein bisschen auf. Du machst das toll, Dad. Und Düngemittel, der beste Freund einer Melone. Düngemittel ist ein Melonenfreund.